Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige dir heute, wie man leckere Knoblauchchampignons macht, genauso wie auf dem Weihnachtsmarkt oder der Kirmes. Dazu brauchen wir als erstes eine große Pfanne, ordentlich Olivenöl und natürlich Knoblauch. Die Pfanne machen wir schon mal heiß. Achtet dabei darauf, dass sie nicht zu heiß wird wegen unserem Olivenöl. Ne, aber wir brauchen schon ein bisschen Temperatur. Wir bereiten uns unseren Knoblauch schon mal vor. Ne? Ich reiß einfach mal hier diese Zehen raus. Und wichtig, schneidet den nicht klein, sonst wird der verbrennen. Und auch wenn ihr den dann später reingibt, dann ist das Aroma nicht so toll. Ne? Deswegen einfach nur hier so rausreißen und dann schön platt hauen. Wirklich richtig platt. Ne? So soll das aussehen. Dann geben wir jetzt schon mal ordentlich Olivenöl in die Pfanne. Ne, das muss richtig schwimmen. Und dann einfach direkt den Knoblauch rein. Ist nicht schlimm, wenn es noch nicht richtig heiß ist. Weil wir wollen ja, dass der Geschmack von dem Knoblauch so schön in das Olivenöl übergeht. Ne? Deswegen auch mit Schale, damit er auf keinen Fall verbrennt. Dann können wir nämlich sehr gut beobachten, wenn es anfängt zu blubbern, zu brodeln, dann ist das Fett heiß genug. Und dann kommen nämlich die Champignons da rein. So, das sieht gut aus. Fängt an zu brodeln. Dann kommen die Champignons rein. Ne, die müsst ihr auch nur so ein bisschen grob putzen, aber nichts abschneiden. Einfach so lassen. Wenn ihr jetzt einen sehr leistungsstarken Herd habt, dann reguliert die Temperatur so ein bisschen, ne, damit es nicht zu heiß wird. Und stellt die am besten alle so hin, dass die alle schön so gleichmäßig gegart werden. Ne, ich drehe ein bisschen runter auf Stufe 7. So, jetzt können wir schon mal ordentlich Salz dran geben. Das riecht schon wirklich sehr gut. So, jetzt werden sie langsam braun. Ne, müsst ihr aufpassen, nicht zu dunkel werden lassen, sonst wird es bitter. Fertig sind unsere Champignons. Ups. Das sind meine Knoblauch-Champignons. Wirklich sehr lecker. Das Olivenöl auf keinen Fall wegschütten. Entweder macht ihr es direkt mit auf den Teller, ne, und könnt das dann schön mit Brot tunken. Oder ihr lasst es in der Pfanne, füllt es vielleicht in eine Flasche ab. Weil durch die Pilze, durch dieses Rösten, ne, kriegt es dieses unheimliche Umami, ne, dieser runde, vollkommene Geschmack. Dann könnt ihr das Öl einfach nehmen, um irgendwas zu würzen. Ne, vielleicht um euren Salat anzumachen oder was ihr auch immer habt. Einfach mit Brot dippen. Ne, apropos Brot, habe ich hier ein super Rezept. Und falls euch das noch nicht fertig genug ist, dann kann man natürlich noch so eine schöne Aioli dazu machen. Und auch dafür findet ihr das Video hier. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und Vorsicht, heiß. Bis dahin, dein Sven.